Fotoscans sind praktisch, um schnell 3D-Modelle zu erstellen. Und deswegen habe ich mir heute eine App runtergeladen, bin rausgegangen und habe das Ganze mal ausprobiert. Zuerst habe ich es bei so einem Grasbüschel probiert. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so gut aus. Und man muss dann einfach um das Objekt rumlaufen, bis der Scan vollständig ist. Und dann verarbeitet die App das Ganze zu einem 3D-Modell. Aber leider gab es dann Error und deswegen habe ich es mit einem Baumstamm gemacht. Davon habe ich leider keine Aufnahme, aber in der App sah der Baumstamm so aus. Und ich war wirklich ziemlich überrascht, wie gut das Model aussah. Vor allem, es hat echt nicht lange gedauert, vielleicht ein paar Minuten. Dann habe ich den Baumstamm als OBJ in Blender importiert. Der hatte ziemlich viele Vertices, deswegen habe ich es noch ein bisschen vereinfacht. Dann noch gerade positioniert, die Größe angepasst und ein bisschen länger gezogen. Und jetzt habe ich ein fertiges Asset, was ich benutzen kann. Bin ziemlich überrascht, wie gut es ging. Was haltet ihr von Fotoscans?